Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 26. Mai 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 824 und ich werde diese Woche, sofern es mir möglich ist, für den Achim einspringen und die Daily-Folgen ausliefern. Heute habe ich nicht allzu viele Meldungen, Radarwarnung, Visual Voicemail, Bahn-App und iOS 14 Leaks. Ich beginne mit den Radarwarnungen. Per Ende letzten Monats ist in Deutschland ein Gesetz eingetreten, das es verbietet, Radarwarnungen zu nutzen. Das in Apps, aber auch in Navigationssystemen. Eigentlich so, wie wir es in der Schweiz leider auch schon seit einiger Zeit haben und deshalb die Funktion zum Beispiel in TomTom und ähnlichen Apps nicht nutzen konnten. Die wird jetzt standardmäßig mit dem neuesten Update auch in Deutschland deaktiviert, so aber, dass man es im Ausland, Hashtag da, wo es noch erlaubt ist, wieder aktivieren kann. In diesem Sinne, wer es noch nicht installiert hat, sollte das tun, weil Bußen tun grundsätzlich weh, wenn es da was in die Richtung gibt. Wer ein iPhone hat, der kennt sie, die Visual Voicemail. Ich habe schon so lange nicht mehr auf eine Combox oder auf einen Anrufbeantworter angerufen und Geld dafür ausgegeben, stundenweise gefühlt, gewartet, bis dann die nächste die nächste Nachricht abgespielt wurde etc. Das ist etwas, was bei iPhone schon lange nicht mehr nötig ist, denn die ganzen Nachrichten werden direkt auf das Telefon geladen und ich kann sie da anhören, weiterleiten, ich kann sie auf Lautsprecher abspielen und, drauf reagieren etc. Das ist grundsätzlich auch unter Android möglich, sofern da dann der Provider mitspielt. In der Schweiz der erste Provider, der bei Android-Geräten mitspielt, ist die Swisscom. Wer ein Abo bei der Swisscom hat und eines der wir werden es verlinken im Blogpost, einer großen Batterie an Samsung-Geräten hat, ein einzelnes HTC, ein Nokia, verschiedene CAT-Modelle oder ein Sony aus der Xperia-Reihe hat, der hat großes Glück und kann das Ganze installieren, sofern er natürlich das Software, also das Betriebssystem-Update dafür auch bekommt. Gefällt mir, sollte man unbedingt aktivieren und nutzen, weil es einfach viel bequemer ist, den Anrufbeantworter zu nutzen. Die Deutsche Bahn-App will zukünftig seine Passagiere warten, wenn eine Zugauslastung über 50% erwartet wird, so dass man zum einen einen anderen Zug nimmt und da nicht unbedingt dazusteigt, aber auch das Reservierungssystem soll darauf reagieren und wenn es zu größeren Überbuchungen kommt, also eben über diese 50%, dann gar nicht mehr ausgeführt wird. Gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, sowas wird die SBB auch einführen, sofern man sowas nicht schon hat. Dann, in diesem Jahr gab es schon relativ früh im Februar, Anfangs Februar, Ende Februar, Leaks zu iOS 14 mit Bildern, mit allem Möglichen. Jetzt weiß man, dass das Ganze darin liegt, dass in China ein Vormodell wahrscheinlich in unschöne Hände gelandet ist und das dann verkauft wurde übers Netz, über Waymo, wie heißt der Chat nochmals, und halt somit dann auch an die Jailbreaker-Szene gelangt ist, die sich jetzt schon darauf vorbereiten kann, das neue kommende Betriebssystem zu öffnen und anders auszuführen. Ich bin mal gespannt, was da alles durchsickern wird noch so in nächster Zeit. Bei so einem so frühen Stadium befindlichen OS sind da wahrscheinlich noch einige der hauptneuen Features noch gar nicht mit drin. Das war's dann auch mit den heutigen Nachrichten. Es geht langsam in Richtung Sommer zu und dürfen gespannt sein, wie das in der Newslage so zu bedeuten hat. Euch wünschen wir einen schönen und erfolgreichen Tag und bis bald wieder. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.